Machen wir erstmal nicht. Wegen des der goldenen Kristallscheiben. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Sie war der dunklen Welle ausgesetzt und hat dabei leider gänzlich ihre Macht verloren. Ohne sie können wir das Portal nicht öffnen. Und wo willst du so schnell Ersatz für sie finden? Das wird nicht möglich sein. In den alten Schriften ist die Rede von genau 5 goldenen Kristallscheiben. Nicht mehr, nicht weniger. Daher habe ich den Magier Cyrus geschickt, um die Scheibe zu reparieren. Mhm. Und wohin hast du Cyrus geschickt? Wohin hast du Cyrus geschickt? Es gibt nur einen Mann, der uns helfen kann. Der Druide Eldrick. Länger als irgendein anderer lebt er schon auf dieser Insel. Er kennt die Geheimnisse der Natur und der Magie. Ich hoffe, dass seine Kraft ausreicht, um die Scheibe wiederherzustellen. Du weißt es nicht? Nein. Genauso wenig weiß ich, warum es so lange dauert. Cyrus hätte längst wieder hier sein sollen. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Wir müssen sicher gehen und nachsehen. Ich werde nach Cyrus suchen. Ich werde nach Cyrus suchen. Ja, das ist der Geist, den ich hier brauche. Sorge dafür, dass Eldrick die Scheibe repariert und dann bring sie mir. Aber beeile dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, auf einmal. Und wo finde ich jetzt den Druiden? Wo finde ich den Druiden, Eldrick? Der Einsiedler hat seine Hütte auf der Ostseite der Insel. Am Fuße des Vulkans. Im Schatten einer Bergwand wirst du die finden. Okay, und was ist ein Druide? Was ist ein Druide? Druiden sind Einzelgänger, die sich den Gesetzen und Moral der Gemeinschaft nicht unterordnen wollen. Tiere und Wildnis stehen ihnen näher als Ordnung und Zivilisation. Aber sie haben Macht. Sie beziehen sie aus der rohen, ungebändigten Kraft der Natur. Vertraust du ihnen? Nein. Aber viele Druiden sind Hüter von sehr altem und mächtigem Wissen. Wissen, das wir jetzt brauchen. Okay, und wo außer beim Don soll ich noch suchen? Wo außer beim Don soll ich noch suchen? Ich hörte das Gerücht, dass unten in unserem Zwischenlager vor der Vulkanfestung kürzlich eine der Kristallscheiben aufgetaucht sein soll. Bisher ist sie allerdings noch nicht bis hierher geliefert worden. Also gehe ich davon aus, dass es sich tatsächlich nur um ein Gerücht handelt. Jedoch, wenn nicht, ich denke, du solltest dort besser mal nach dem Rechten sehen. Sprich mit Severin. Wenn, dann müsste er davon wissen. Severin wieder, der macht doch aber auch nur Ärger. So. Ende erstmal. Was? Einer von 14 Teleportsteinen? Na, da haben wir ja noch was vor uns. Wie viel Stärke habe ich jetzt eigentlich? 26, das müsste doch ausreichen für den... Jawohl, genau für den Kampfstab. Reicht es aus? Ha, jetzt haben wir den schönen Knüppel. Zack. So, was kann eigentlich die Rüstung, die wir anhaben? Ach da, Rüstungen. Magierrobe. Ja, vorher hatten wir den an. Plus 5, plus 5, plus 10. Ja, der ist auf jeden Fall überall besser. Sollten wir also den nehmen? Was haben wir hier? Maximales Mana plus 10, maximales Mana plus 10. Stärke plus 3, Stabkampf plus 1. Ja, da sollten wir auf jeden Fall später nochmal etwas mehr dazu lernen. Stabkampf. Ist natürlich die Frage, ach hier, wir können Feuerbälle schießen. Moment mal. Ach, hier ist doch noch so ein Tor. Ach, und da noch ein... Ach, das ist alles ein Tor hier, oder was? Okay. Ich frage mich jetzt natürlich, wo können wir jetzt Feuerbälle abschießen und so? Ach hier, Magiekristall. Feuerkristall. Den ziehen wir mal uns hier unten rein. Und den auch. So, wir haben auch einen Lichtzauber, eine Nautilus-Verwandlung. Oder kann man das irgendwo hier hinziehen? Nee. Müssen wir wohl hier unten hinstellen. Tun wir mal tauschen die Angriffswaffen hier runter.
Schwache magische Heilung. Was haben wir denn noch? Wir haben eine Nautilus-Verwandlung, benötigte Siegel. Und eine Teleportstein. Steine Teleportation mit dem Ziel Vulkanfestung. Okay. Was konnte ihr uns nochmal beibringen? Stabkampf 2. Okay, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wo geht's eigentlich hier lang? Aha. Aha. Okay. Nichts Besonderes. Wir können aber mal runtergehen zu Severin. Und ich würde sehr gerne jetzt mal ausprobieren, die Magiekristalle, wie die wirken. Ob wir denn jetzt einfach Feuerbälle schießen können. Was ist, wenn ich jetzt die 3 drücke? Hui, hui, hui. Zauber, Zauber, Zauber. Und die 4? Magische Geschosse. Okay. Müssen wir dann auf jeden Fall mal probieren, wenn wir ein Monster sehen. Jetzt sind wir ja Magier. Und man kann dieses Spiel, wie gesagt, auch noch als andere Rollen durchspielen. Man kann sagen, man ist Bandit. Dann schlägt man eine vollkommen andere Richtung ein, ist im Banditenlager. Nun, Mendoza hat dich in seine Pläne eingeweiht? Ja. Dann wird es Zeit für dich, die Macht der Runen zu erforschen. Ui. Gut. Was ist dafür notwendig? Ich hoffe, du hast bereits das Buch über die Runen gelesen. Falls nicht, solltest du das schnellstmöglich nachholen. Damit du die Runen anwenden kannst, muss dein Geist in der Lage sein, die Schutzsiegel zu verstehen. Dafür ist ein Ritual notwendig, das ich mit dir abhalten werde, sobald du dafür bereit bist. Ja, was muss ich über die Kristallmagie wissen? Ich will das erste Siegel verstehen, benötigt 50 Weisheit. Wie viel Weisheit haben wir eigentlich? Was muss ich über die Kristallmagie wissen? Bevor du damit beginnst, die Kristallmagie zu erlernen, überlege dir gut, welchen Kristall du lernen willst. Oh. Ich habe den Kristall des Feuers gemeistert und kann dir seine Magie beibringen. Was ist mit den anderen Kristallen? Wenn du den Kristall magisches Geschoss lernen willst, wende dich an Meister Vitus. Mhm. Und wenn du den Frostkristall lernen willst, sprich mit Meister Pallas. Meister Pallas? Ja, es ist lange her, dass er einen Schüler unterrichtet hat. Aber du kannst sicher sein, er weiß alles über den Kristall. Unterrichte mich in der Magie. Unterrichte mich in der Magie. Feuerball 2. Ja, ich will mich jetzt darauf erstmal nicht festlegen, weil ich will erstmal an irgendwelchen Seegeiern oder irgendwas ausprobieren, wie sich die Magie verhalten und wie die aussieht. Beziehungsweise wie stark die ist, was die kann. Und dann entscheide ich mich für eine. Genau. Und da gehen wir aber nicht jetzt hier im Stockfinstern raus, sondern wir knacken nochmal kurz eine Nacht. Und dann gehen wir mal runterschauen zu Severins Hof und probieren mal den Magikristall aus. Magi. Magi, Magi, Magi. So, und gute Nacht, gutes Nächtlein. Bis zum nächsten Morgen. So, und guten Morgen. Zurück sind wir. Jetzt hier. Moment mal. Ich will mal kurz gucken, ob Meister Abrax zu Hause ist, ob wir den seine Truhe aufmachen können. Oh, der steht hier. Ach so, ja, da müssen wir vielleicht mal in der Nacht schauen. Moment, das machen wir jetzt mal ganz schnell. Wir knacken nochmal bis zur Nacht. Ach, wir sind heute so müde. Ach, heute schlafen wir mal ein bisschen länger. Bis Mitternacht. Ah. Und wir haben nächsten... Ach, wir haben noch gar nicht morgen. Aber wir haben Nacht. So. Und was macht Meister Abrax? Oh shit, der schläft ja genau hier. Das wird kacke. Geht der jetzt ins Bett oder was? Hm. Der soll ins Bett gehen. Wir können natürlich auch mal zwischenspeichern und die Truhe einfach so aufmachen. Ach, okay, der hat nichts dagegen. Naja, dann. Wenn er nichts dagegen hat, dass wir seine Truhen aufmachen, ist das natürlich auch okay.
Dann schlafen wir noch mal bis zum Tag. Hätten wir uns das Schlafen ja sparen können. Naja, aber wir waren so müde. Und noch mal bis zum nächsten Morgen. Ach ja, jetzt sind wir richtig ausgeschlafen. Und können endlich mal runter zu Severins Hof gehen. Und schauen, wie sich die Magiekristalle so verhalten. Das erste Mal Magie einsetzen. Ich bin sehr gespannt. Ja, und ich habe ja gesagt, man kann verschiedene Richtungen einschlagen in diesem Spiel. Man kann Bandit sein. Oder aber man kann Ordenskrieger sein. Da hätte man jetzt so eine richtig dicke, fette Ritterrüstung an und ein dickes Schwert. Und man macht mehr auf Krieger statt auf Magier. Das ist jedem selbst überlassen. Ich habe mich in dieser Runde für Magier entschieden. Das wisst ihr ja bereits schon seit Folge 4. Habe ich das ja ungefähr angekündigt. So, da haben wir einen Stachelschwein. Da probieren wir als erstes mal... Nein, nicht unseren Pfeil und Bogen, sondern... den Feuerball probieren wir aus. Hossa! Boah! Da sind die Viecher ja gleich fast tot. Oh, man muss natürlich auch treffen können. Ha! So, und schon tot? Ach, das geht ja schnell. Das geht ja schnell. Mit dem Stab brauchen wir so ewig und mit den Feuerbällen, zack, 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 sind die erledigt. Ich probiere mal das magische Geschoss aus, wie das ist. Ach, Moment, ich sollte vielleicht vorher... Ja, jetzt, wo wir Magier sind, brauchen wir viel, viele Mana-Tränke. Das ist natürlich der Nachteil an der ganzen Geschichte. Das ist ja... Trifft das überhaupt? Nicht genug Mana. Toll, nicht genug Mana. Gluck, gluck, gluck. Ich hab nicht... Aua, jetzt haben wir nicht genug Mana. Zück schon deinen Stab, Mann. Komm schon. Dummes Flügelmottenvieh, du. Ja, also die magischen Geschosse, die sind mehr wie so ein Maschinengewehr. Also ich sage mal, man kann zwar viele von denen abfeuern, aber irgendwie schien die mir nicht so stark zu sein. Ich würde sagen, ich schlage... Naja, ich müsste mal Frost ausprobieren. Das haben wir jetzt natürlich nicht. Aber ich würde sagen, ja, okay, man kann den Frostkristall ja noch finden. Aber ich würde eindeutig sagen, dass ich den Weg der Feuermagie einschlage. Weil das gefällt mir am besten persönlich. Auch ein schwarzer Wolf. Oh, jetzt kriegen wir auf die Fresse. Oh. Haha, Level aufgestiegen. Ach, und wir haben nicht genug Mana. So, jetzt aber. Ach. Ach, immer daneben. Ja, ein Magier muss im Prinzip viel rennen. Boah, noch einer. Wo kommen denn die jetzt alle her? Ui, der hat wohl irgendwelche Grafikfehler. Ach, Kacke. Komm schon her, du Wolf. Aua. Aua, nein! Jetzt aber hier. Wo kommen denn jetzt eigentlich die ganzen schwarzen Wölfe her, frage ich mich. Die gab es doch vorher noch nicht in dem Spiel. Na, das scheint daher zu kommen, dass wir jetzt in Kapitel 2 sind. Und da sind die ganzen neuen Monsterarten hinzugekommen, die stärkeren.
Ja, aber wir haben mal jetzt so eben schnell ein paar Viecher abgemurkst.